Hi, willkommen zur Ron-Alex Briefmarken-Ecke. Zuletzt haben wir die Gebiete im Osten des Deutschen Reiches etwas näher angeschaut und nun möchte ich den Blick Richtung Westen lenken. Den 10. Mai 1940 marschierten die deutschen Truppen in Luxemburg ein. Und genau Luxemburg möchte ich euch heute philatelistisch etwas näher bringen. Doch zum Beginn, wo liegt Luxemburg denn überhaupt? Vor euch könnt ihr sie nun wieder sehen, die Karte von Bennett Schulte, heute dann auch zum letzten Mal versprochen. Wie gerade angesprochen, wo befindet sich denn Luxemburg? Luxemburg muss sich natürlich im Westen des Deutschen Reiches befinden, weil die östlichen Gebiete haben wir uns ja zuletzt angeschaut. Und auch genau an dieser Stelle, zu Belgien, an der Grenze zu Belgien, befindet sich nun hier Luxemburg. Darunter dann auch Lothringen und Elsass. Und direkt daneben natürlich Frankreich. Ihr wisst nun, wo sich das Großherzogtum Luxemburg befindet. Am 29. Juli 1940 wurde auch das CDZ, Gebiet Luxemburg, ausgerufen. CDZ bedeutet Chef der Zivilverwaltung. Das bedeutet so viel, wie dass das besetzte Luxemburg einer zivilen Verwaltung unterstellt war. In diesem Falle wurde es von Gustav Simon verwaltet. Philatelistisch betrachtet wurde am 30.09.1940 die Marken des Großherzogtums Luxemburg im Luxemburg ungültig. Wurden aber noch weiter toleriert bis sogar zum 2.10.1940. Das kann dazu führen, dass ihr in dieser kurzen Zwischenzeit, Übergangsphase, sowohl philatelistische Briefe findet, in denen Marken noch von Luxemburg aufgebracht sind, als auf der anderen Seite schon Marken des Deutschen Reiches. Die Marken, die speziell herausgegeben wurden von Luxemburg, wurden dann obsolet, als am 1.4.1941 die ganzen Briefmarken des Deutschen Reiches sowie von Elsass und Lothringen im gesamten Gebiet von Luxemburg gültig wurden. Und genau diese Marken, diese Ursprungsmarken, die anfänglich herausgegeben wurden im besetzten Luxemburg, die möchte ich euch jetzt etwas näher bringen. Wie zuvor schon angesprochen, könnt ihr hier nun den ersten Satz von Luxemburg sehen. Als Ursprungsmarke wurde wieder das Hindenburg-Medaillon verwendet. Die Ursprungsmarke ist die Michelnummer 513 bis Michelnummer 528. Und diese Ursprungswerte des Hindenburg-Medaillons wurden dann einfach mit einem Luxemburg überdruckt. Die Marken wurden herausgegeben am 1. Oktober 1940. Und wie ich zuvor schon erwähnt hatte, wurden auch die Marken von Luxemburg selbst sogar bis zum 2.10.1940 toleriert und genau in dieser Übergangsphase, als diese Marken hierbei eingeführt wurden und dann schlussendlich die Marken von Luxemburg ablösten, kann es noch dazu kommen, dass sowohl die Ursprungsmarke als auch diese Marken mit Hindenburg-Medaillon zum Einsatz kamen. Doch es geht auch andersrum. Hier wiederum könnt ihr sehen, dass nicht nur Marken des Deutschen Reiches mit dem Schriftzug Luxemburg überdruckt wurden, sondern hier wurden wiederum Ursprungsmarken aus Luxemburg mit neuer Wertstufe überdruckt. In diesem Fall 3 Reichspfennig bis 100 Reichspfennig. Dies ist die Michelnummer 17 bis hin zur Michelnummer 32. Den Satz, den ihr hier sehen könnt, der wurde am 5. Dezember 1940 herausgegeben. Und zu guter Letzt seht ihr hier nochmal eine Ausgabe des Deutschen Reiches, die dann auch wieder überdruckt wurde mit dem Schriftzug Luxemburg. Einige von euch kennen es sicherlich schon. Es sind die Marken des Winterhilfswerks, Michelnummer 33 bis Michelnummer 41, die Ursprungs-Michelnummer 751 bis 759. Und auch hier wurden einfach wieder die Ursprungsmarken genommen mit entsprechenden Zuschlägen und wurden ganz einfach mit Luxemburg überdruckt. Herausgegeben wurden diese Marken in Luxemburg am 12. Januar 1941. So, ich hoffe, ich konnte euch das kleine überschaubare Sammelgebiet Luxemburg etwas näher bringen. Es wurden ja auch nur 3 Sätze verausgabt mit insgesamt 41 Briefmarken. Die Briefmarken des Deutschen Reiches waren bis zum 29.09.1944 in Luxemburg gültig. Anschließend waren dann nur noch Barfrankierungen erlaubt, da die Alliierten in der Normandie gelandet sind und die Amerikaner haben Luxemburg dann von der deutschen Besatzung befreit. Dies war nun das Sammelgebiet Luxemburg. Das war nun die letzte Ausgabe zu den besetzten Gebieten des Deutschen Reiches. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag, viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!